Hallo, ich zeige euch heute meine Teesammlung, weil ich eine Anfrage danach bekommen habe. Und zwar ist die ganz, ganz, ganz klein und ganz, ganz beschränkt. Ich habe nur sechs Tees. Einer davon ist der Apfel-Vanille-Tee von Messmer, den ich euch schon in meinem Möpse-Video gezeigt habe. Den trinke ich im Winter oder auch im Herbst oder auch im Frühling, also auf jeden Fall, wenn es noch kälter ist, sehr, sehr gerne in der Früh. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt der Teetrinker, deshalb ist meine Sammlung auch sehr klein. Aber so ab und an ist ein Tee doch ganz gut. Und ja, dann zeige ich euch mal meine bescheidene Sammlung. Erwartet bitte nicht zu viel. Manche haben ja wirklich riesige Teesammlungen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Teesorten. Und da bekomme ich dann auch immer Lust, Tee zu trinken, wenn ich die Videos sehe. Aber letzten Endes trinke ich dann doch immer nur Wasser, weil mir das am besten schmeckt. Aber es ist ganz gut, Tee zu trinken, weil Tee kann sehr gesund sein. Ich habe zum Beispiel in diesem Frühjahr eine Brennnesselteekur gemacht. Das heißt, ich habe jeden Tag eine Tasse Brennnesseltee getrunken zur Entschlackung und zur Reinigung des Körpers und ich glaube auch zur Entwässerung. Ich glaube, Brennnesseltee entwässert auch. Ja, auf jeden Fall ist Brennnesseltee sehr gesund. Den kann ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil ich den ja schon aufgetrunken habe. Aber ich zeige euch noch den Rest an Tees, den ich habe. Was ich auch sehr, sehr gerne trinke, meistens am Abend. Das ist Kamillentee zur Beruhigung. Und ich finde auch, dass Kamillentee gut schmeckt. Da habe ich jetzt einen von Teekanne. Das sind auch solche Beutelchen. Ich habe eigentlich nur solche Teebeutel. Wenn ich mal erkältet bin und so einen Erkältungstee habe, dann ist der vielleicht ist der lose, dass man ihn dann extra abfüllen muss. Aber eigentlich kaufe ich mir immer nur die Tees, weil es einfach am praktischsten ist. So, ich zeige euch die Tees mal in der Reihenfolge, wie ich sie am häufigsten trinke. Ein Tee, der auch wirklich sehr, sehr, sehr gut schmeckt, das ist der Schoko-Yogi-Tee. Der ist jetzt aus dem Naturladen. Das ist eine ayurvedische Gewürzteemischung mit Gewürzextrakt. Auch in solchen abgepackten Packungen. Und der duftet durch die Verpackung schon so lecker nach Schokolade und Gewürzen. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Wenn ihr gerne Tee trinkt, dann probiert so einen Schoko-Yogi-Tee mal aus. Den gibt es, wie gesagt, im Naturladen, aber ich glaube auch im DM oder im Supermarkt gibt es ihn bestimmt mittlerweile auch. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr, sehr lecker. Und ja, der ist halt jetzt speziell nach Ayurveda. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Schoko-Yogi-Tees auch nach ayurvedischer Rezeptur sind. Auf jeden Fall, der ist wirklich sehr, sehr lecker. Den kann man auch mit einem Schuss Milch trinken oder mit ein bisschen Sahne. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass es viele machen und dass es dann noch besser schmecken soll. Also so den Schoko-Yogi-Tee könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr Lust drauf habt. Dann habe ich mich, glaube ich, letztes Jahr war das von DM einen Tee gekauft, von Alnatura einen Glückstee. Ich fand, dass der lecker klang. Der ist mit Kakaoschalen und Rooibos und Vanille. Der schmeckt auch ganz gut. Sind wieder Aufgussbeutelchen, auch wieder einzeln verpackt. Und der riecht eigentlich auch ganz, ganz lecker. Ja, und dann habe ich noch einen Tee gekauft von Teekanne. Das ist ein südafrikanischer Rotbuschtee Vanille. Den habe ich aber noch nie getrunken. Ich habe ihn nur gekauft, weil er lecker aussah und weil ich Lust hatte, Tee zu trinken. Aber da ich ja nicht so unbedingt der Teetrinker bin, habe ich ihn bis jetzt nicht aufgemacht. Aber das werde ich bestimmt jetzt mal im Winter oder im Herbst machen. Ah, Aromapackung nennt man das. Wenn die in diesem extra abgepackten Dings sind. Ich hatte mal von, ich glaube, das war auch Teekanne, diesen heiße Liebe-Tee. Kennt ihr den? In Vanille, nee, in, ja doch, Vanille und Himbeer, glaube ich. Himbeer-Vanille, der war lecker. Oder Erdbeer-Vanille, da gibt es unterschiedliche Sorten. Aber ich hatte eine davon, ich glaube, da gibt es heiße Liebe, heiße Küsse, heiße, was weiß ich was. Die sind eigentlich auch ganz lecker. Aber habe ich jetzt keinen mehr und ja, jetzt habe ich mir den gekauft. So, und jetzt kommt nur noch ein Tee. Die Sammlung ist wirklich sehr, sehr bescheiden. Von
ein Tee von, den hat mir meine Mama mal mitgebracht, das ist so ein Gesundheitstee, ein Kräutertee, Sechser Kräutertee nach Eva Aschenbrenner. Ich weiß nicht, ob wir Eva Aschenbrenner kennen, aber die hat sich, ich kenne es jetzt auch nicht so genau, ich weiß nur, dass meine Mama ein Buch davon hat, mit ganz vielen Kräutern sind da drin und ich glaube, sie hat sich mit Kräutern beschäftigt und welche Kräuter welche Wirkung auf den Körper haben, welche heilende Wirkung. Und da gibt es eben einen Sechser Tee mit sechs verschiedenen Kräutern, die wohl auch besonders gut für den Körper sein sollen. Aber wie ihr seht, habe ich den auch noch nicht getrunken. Ich bin wirklich eher so der Wassertrinker. Aber im Winter und im Herbst und sogar in der Jahreszeit, warum zähle ich das eigentlich immer alles auf? Also es ist auf jeden Fall im Winter und im Herbst. Es ist, wenn es draußen kalt ist, ist es ganz toll, einen Tee zu trinken. Meine Nase juckt. Okay, entschuldigt dieses leicht verplante Video. Aber ja, das ist meine Teesammlung. Mich würde interessieren, ob ihr gerne Tees trinkt und was euer Lieblingstee ist. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich lese alles und ich freue mich, von euch zu lesen. Und ich freue mich zu lesen, was euer Lieblingstee ist. Und vielleicht habt ihr ja einen Tee, der mich inspiriert, den ich mir dann auch kaufe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!